Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Betrayal at Conroe. So, mir ist noch was eingefallen, und zwar, wenn ich hier in diesem Menü bin und hier einen Rechtsklick mache, dann erfahre ich was über diese Person. Dann fangen wir mal hier vorne bei dem in der Mitte an, bei Owen. Das war ja auch der erste, den wir gespielt haben. Machen wir mal einen Rechtsklick. Schon häufig hat sich Owen Belleforte sich als politische Peinlichkeit für seinen Vater Graf von Tiburon erwiesen. Infolgedessen gab man ihm einen Grad an Freiheit, um den ihn sogar ein älterer Bruder beneiden. Seine älteren Brüder beneiden. Trotzdem hofft sein Vater, dass er sich eines Tages beruhigen und ein heiratsfähiger Bewerber für die Hand der Tochter des Herzogs von Eupa werden wird. Erheblich geschickter als gemeinhin angenommen wurde, hat Owen ein Auge fürs Detail und sieht häufig Zusammenhänge, die für seine Begleiter unsichtbar sind. Sein ganzes Leben hat Owen davon geträumt, Magie zu studieren und hatte bei vielen Gelegenheiten ausgefeilte Komplotte geschmiedet, um etwas Zeit mit den Meistern der geheimnisvollen Kräfte zu verbringen. Seine bekannteste Unternehmung ereignete sich, als er erst 14 war und seinen Urlaub in der Stadt Ran verbrachte. Er hatte den vorigen Sommer damit verbracht, das Haushaltspersonal über die Konten seines Vaters auszufragen. Nun entdeckte Owen eine Möglichkeit, einen Teil des Reichtums seines Vaters umzuleiten und für fast 7 Monate einen Magielehrer anzustellen. Schließlich entdeckte sein Vater diese Aktivitäten und beorderte ihn nach Hause nach Tyburn. Danach wurde das Haushaltspersonal der Bellefortes angewiesen, strenges Stillschweigen zu bewahren, solange sie sich in Owens Gegenwart befanden. So, ein bisschen Info über die. Jetzt gehen wir mal zum Locklear, den wir als zweites bekommen haben. Locklear, der Sohn des Barons vom Langen Punkt, hat im Dienst Aruta Conduins oder Conduins des Prinzen von Krondor große Berühmtheit erlangt. Er wurde für seine Dienste in den Schlachten von Armengar und Setanon während des Krieges, der als der große Aufstand bekannt ist, ausgezeichnet und ist einer der angesehensten Adligen am Hofe Krondors. In vieler Hinsicht gilt er als ein Mitglied der königlichen Familie. Im 9. Jahr der Regierung König Liams dem Ersten trat Locklear den Dienst in einer der nördlichsten Garnisonen des Königreichs an, um Berichte von Unruhen in den Nordlanden zu untersuchen. Kurz nach seiner Ankunft wurde seine militärische Eskorte von Moredel-Räubern überfallen und Locklear von seinen Begleitern getrennt. Später, als er sah, wie jemand von einem Moredel-Krieger floh, tötete Locklear den Angreifer, nur um festzustellen, dass der Mann, den er gerettet hat, selber ein Moredel war. Gorath von Adanien Clan. So sind die dann aufeinander getroffen. Jetzt haben wir noch den Gorath. Obwohl er berechtigten Anspruch auf den Moredelthron in Sarsagoth hatte Gorath niemals den Wunsch, sich in die Politik der Nordlande einzumischen. Es blieb ihm jedoch oft keine Wahl. Gorath äußerte bemerkenswert lautstarke Kritik an den Führungen Delikans, einen Moredel, der sich während des großen Aufstandes als einer von Murmandamos Generälen ausgezeichnet hatte und später der Thron von Sarsagoth für sich beanspruchte. Gorath selbst hatte ebenfalls eine beeindruckende militärische Karriere im Spaltkrieg. Er befehligte eine der wenigen Moredel-Verteidigungsanlagen, die den Zurani erfolgreich widerstand. Während er die Angreifer zurückschlug, flohen Tausende von Moredels aus ihren Heimen in grünen Herzen und begaben sich in die Nordlanden in Sicherheit. Nur durch Hunger und die Übermacht der Zurani wurde Gorath und sein Stamm von den Adaniern schließlich bezwungen, über die großen Nordberge zu ihren wartenden Verwandten zu fliehen. So, also ein bisschen was über die, aber wie gesagt, ich kann auch nicht genau sagen, wie das, was haben wir denn hier noch? Nahkampf, wie das aussieht, was in diesen Spaltkriegen, was da genau vorgefallen ist. Ich hoffe, ich erzähle auch nichts Falsches. Also für irgendwelche Cracks, die sehr gut kennen, die Bücher, die werden bestimmt wissen, was mit diesen Kriegen und alles gemeint war. So, dann gehen wir mal weiter. Ja, wir müssen eigentlich nach Süden. Nach Lamat. Kann das euch gerade mal auf der Karte zeigen.
Eigentlich müssen wir hierhin nach Lamat. Wir sind ja hier gestartet. Sind hier nach Yarborn. Aber wir gucken, hier oben gibt es noch eine Truhe. Die holen wir gerade noch. Und dann haben wir auch hier den ersten Kampf, den ich euch zeigen will. Und dann latschen wir erst nach Lamat. So, also hier war schon mal nichts. Hier steht noch eine einzelne Hütte. Da gucken wir mal rein. Das Gebäude knarrte auf eine Art und Weise, die Locklear nervös machte. Ihr bleibt hier draußen, sagte er zu Gorath. Irgendetwas stimmt nicht in diesem Ort. Ich werde mich ein wenig umschauen. Als er nach einer Minute zurückkam, hatte er einen grimmigen Ausdruck auf dem Gesicht. Was habt ihr gefunden? Auf einem Arbeitstisch stand eine offene Truhe, die so aussah, als ob sie mit einem Mechanismus aus Stolperdrähten und Feuersteinen versehen war. Der Inhalt war zweifellos explosiv. Jemand hatte nichts Gutes im Sinn und wir gehen lieber davon, bevor sie zurückkehren. Da gehen wir jetzt nicht weiter lang, aber wir finden hier hinten noch diese versprochene Truhe, in die wir direkt mal reingucken. Die stabile und eisenbeschlagene Moredeltruhe war unmöglich zu öffnen, ohne das schwierige Worträtsel zu lösen. Die Kratzer auf der Truhe waren Beweis dafür, dass noch andere diese Erfahrung gemacht hatten. Es gibt so um die 100 Truhen und auch um die 100 Passwörter. Diese Moredeltruhen kann man nicht öffnen mit irgendwelchen Schlüsseln oder mit Dietrichen. Das geht nur mit so einem kleinen Rätsel, was man immer kriegt. Gorath überflog die Runen, die auf der Hinweistafelplatte eingraviert waren. Ihr Text war die einzige Möglichkeit, das schwierige Wortschloss zu öffnen. Falls einer das zu schwer wird, weil manche sind wirklich schwer später, wenn du dann da so 10, 12 Stellen hast vom Buchstaben, dann gibt es aber auch überall im Internet eigentlich, wo alle Passwörter sind, muss man die halt raussuchen. Es gibt zum Beispiel von den drei, man sieht ja jetzt hier sind sechs Buchstaben und von sechs Buchstaben gibt es dann irgendwie 10 Stück, 10 Truhen oder so. Und dann habt ihr die Wörter. Sollte kein Problem sein. Nichts kommt ihr gleich. Der winzigen Weberin mit ihrem tödlichen Tuch, so seiden und weich. Dabei handelt es sich um eine Spinne. Winzige Weberin, sie ist halt ganz klein, die Spinne. Tödliches Tuch, weil die Fliegen da reinfliegen halt und seiden und weich ist es. Und dann gehen wir mal hier auf Spinne drauf. Zack, und dann geht das Schloss von alleine auf. Die Truhe sprang auf. Zufrieden, dass das Wortschloss sich geöffnet hatte, warf Locklear den großen Deckel zurück. Also die sind echt wichtig, die Truhen. Da gibt es nämlich richtig cooles Zeug. So, kommt die Dietriche, nimmt mal eher alle. Und du tust reparieren. Halt, falsche Taste. Mal auch den Dietrich ihm. So. Also wir können jetzt hier einen Kampf machen, wenn wir nach Norden weitergehen. Ist die Frage, wollen wir das? Ja, komm, ich zeige euch mal ein schönes Kämpflein. Dumpti-dumpti-dumpti-du. Wo wir eigentlich nach Süden müssen. Hier führt noch irgendwo ein Weg hin. Da hinten sehen wir schon einen. Sie entschlossen sich zum Angriff. Sie besprachen den Plan so schnell wie möglich und Locklear erläuterte die einfache Strategie. Wir sind uns einig, sprach er. Lass uns nur hoffen, dass unser Angriff unbemerkt bleibt, sonst geht unser Überraschungsvorteil verloren. Also, wir haben die Feinde jetzt gesehen. Das war durch sein Talent Kundschaften und durch den Spürsinn tun wir jetzt die Attacke mal an. Der Moredel grenzte. Krieger grenzte. Er wich ihren Überraschungsangriff aus und versuchte, die Oberhand zu gewinnen. Dabei drohte er Locklear tadelnd mit dem Zeigefinger und seine Augen glühten blutrünstig. Also gut, sagte Locklear und bereitete sich auf den Kampf vor. Dann eben auf die schwere Art. Auf die harte Tour. Aber ein Einzelner, das ist gar kein Problem. Jetzt sind wir im Kampfmenü. Man sieht schon hier Hexfelder. Vereinfachung ist, wenn man auf G drückt, dann sieht man nämlich das ganze Schlachtfeld. Das kann ich eigentlich immer nur empfehlen. Jetzt werde ich mit ihm aber schön außer Reichweite gehen, soweit er kann. Zack, weil er kann nur zaubern, wenn der Gegner mindestens ein Feld entfernt ist. So, den lassen wir angreifen. Hier sieht man natürlich die Werte. Und jetzt hat man die Möglichkeit, ihr seht links unten Stoß, das heißt, er kann nur Stoß machen. Linke Maustaste Stoß, rechte Maustaste dann die zweite Fähigkeit. Falls eine vorhanden ist. So, Ovin hat um sich herum keinen Gegner und kann deswegen hier einen Zauber darauf machen.
Und zwar. Ui, welcher ist das denn jetzt? Salz in euren Augen. Genau, das ist der richtige. Kosten 2 Gesundheit, Ausdauer. Kein Schaden im Blickwinkel. Lässt das Opfer für kurze Zeit erblenden. Das ist eigentlich ganz gut. Schauen wir mal, was sie hier haben. Geschenk Sungs. Gesundheit, Ausdauer, kein Schaden. Gesundheit, Ausdauer übertragen. Können wir ein bisschen Energie dem geben, weil als einer von uns schwach ist, also ein Heilzauber. Einladung holen wir den Gegner an uns heran, falls die fliehen wollen. Wir brauchen noch die Ausrüstung. So, dann legen wir mal den Zauber hier drauf. Nimm das! Ich sprühe dir etwas Salz in die Augen. Ich blende dich. Bei Ritter der Kokosnuss. Jetzt sieht man hier Linksstoß, 17% Schaden, 17 Schaden und 68%ige Chance, dass ich treffe. Und bei Hieb würde ich viel mehr Schaden machen zwar, aber ich treffe nicht so sicher und deswegen viel wichtiger, dass ich treffe. Darum mache ich immer Stoß eigentlich. Nimm das. Ah, nicht gereicht. Hier dasselbe. Zack, 20 getroffen. Nice one. Ja, jetzt könnte er wieder blenden, aber würde dann wieder etwas Ausdauer verlieren. Machen wir doch nochmal. Zing! Er muss ja das Zauberntalent höher kriegen. Ja. Komm, Salz in deine Augen. Die Mucke ist so geil. La 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 la. Tja, im Endeffekt ein Blitz dich finden. Und der ist außer Gefecht und kann momentan nicht angreifen, glaube ich. Nochmal ein Salz in eure Augen rein. Das sollte es eigentlich gleich mal um ihn gewesen sein. Kann ich ja gerade mal was zeigen. Nämlich, das kann man auch das hier machen. Achso, eine kleine Informant. Zaubern halt. Damit machen wir einen Rückzug. Damit verteidigen wir. Damit mache ich Autokampf, was hier eigentlich kein Problem wäre bei einem Gegner. Und die machen aber manchmal doofe Sachen, deswegen besser selber machen. Hiermit hole ich mich, kriege ein bisschen Ausdauer zurück und hiermit mache ich, kann ich auskundschaften, wie seine Werte sind. Ovin betrachtet seinen Gegner genau. Zwar war es möglich, dass er einige der Eigenschaften des Gegners völlig falsch einschätzte, aber einige Tatsachen war er sich sicher. Nahkampf 0%. Okay, also der kann momentan gar nichts machen. Deswegen pfeffern wir da weiter Zeug drauf. Zack, der Kampf war gewonnen. Durchsucht die Leichen nach Proviant. Also bei stärkeren oder neuen Gegnern sollte man das vielleicht mal anwenden. Das ist ganz gut. Und schlug Lockler. Durchsucht die Leichen nach Proviant, schlug Lockler vor. Und fügte dann hinzu: Macht schnell. Falls es noch mehr von ihnen gibt, sollten wir uns. Oh. Obwohl ich gesagt habe, das soll mit Klicken passieren, ist es von alleine weggegangen. Ovin durchsucht die Leiche. Ja, das ist das Standardteil. Nicht zimperlich sein. Oh, wir haben einen schicken Schlüssel, den wir direkt mal ihnen geben. Ein schönes Schwert wieder. Eine Rüstung. Dann sollten wir mal gerade das. Ah, Rüstungskunde kann ich nicht erhöhen. Mist, aber Waffenkunde kann ich machen. Dann sollte ich die Waffenkunde mal gerade skillen. Okay, das geht nicht weiter. Dann tauschen wir die Waffe schon mal. Gut. Gorats Waffenkundefähigkeit hat sich verbessert. Juhu! Und wie ihr gesehen habt, bin ich hier hingegangen, habe nur Waffenkunde höher gemacht, damit er da viel mehr schnellere Steigerungen hat, habe die anderen ausgeschaltet. Nahkampf, Fernkampf wieder an. Kundschaften und Scharfsinn werde ich dauerhaft bei ihm drin haben. So.
So. Ja, eigentlich müssen wir zurück. Schauen wir, was wir hier noch haben. Da ist noch eine Hütte. Ich glaube, in der Hütte kriegen wir eine Krankheit. Ich weiß das nicht mehr. Machen wir mal hier einen sich. Ach so, das kann ich euch gerade zeigen. Abbrechen. Obwohl, ich speichere trotzdem mal. Nennen das mal Test. Testo, Testo. So. Die Tür war mit einem Muster bedeckt. Schwarze Schmierflecken formten einen seltsamen Halbkreis, der am eisernen Türdrücker zusammenkam. Bei genauem Hinsamen erkannte man, dass die Schmierflecken eigentlich Fingerabdrücke waren. Ich sollte das wirklich mal säubern lassen. Locklear schnellte beim Klang der mürrischen Stimme hoch. Ein glatzköpfiger Mann kam um die Ecke des Hauses getrottet, hielt neben Gorath an und streckte ihm seine mit schwarzer Tinte verschmierte Hand entgegen. Ein Schriftgelehrter neigt dazu, schmutzige Arbeit zu leisten. Berufsrisiko. Schriftgelehrter? Unter anderem, sagte er. Zurzeit habe ich eine Kommission auf Geheiß eines reisenden Händlers. Also das ist nicht der, den ich dachte. Das ist einer, der mir eine Quest gibt. Angenommen, eine Untersuchung aller Handelskisten in der Umgebung durchzuführen. Er schaute Gorath mit einem wissenden Blick an. Vielleicht seid ihr ja daran interessiert, mir zu helfen. Und was würde für uns dabei herausspringen? Fragte Gorath ruhig. Information, antwortete der Schriftgelehrte. Mir ist ein Buch in die Hände gefallen, das ihr wahrscheinlich sehr interessant finden würdet. Westlich von Falkenhöhe befinden sich auf der südlichen Seite eines kleinen Hügels eine Kiste. Stellt fest, was sich in dieser Kiste befindet, und ich werde euch das Buch geben. Lasst mich jetzt allein, ich habe viel Arbeit. Da wir nicht ein Logbuch haben, wo steht, was wir für Quests aktiv haben oder so, werde ich mir das jetzt mal gerade aufschreiben. Und zwar Schriftgelehrter, der war hier über der ersten Stadt, muss ich gleich mal gucken, wie die heißt. Westlich von Falkenhöhe. Höhle, Falkenhöhle. Befindet sich in südlichen Seite eines kleines Hügelig, südlicher Seite. Eines kleinen Hügels. Ja, und dann finden wir heraus, was da drin ist. Hier, diese Stelle müssen wir uns merken. Im Norden der Map ist das. Da, okay. Und das ist Jabon. Nördlich Jabon. So, aber bevor wir jetzt weiter nach Türsog gehen, gehen wir mal runter nach Lamath, wo wir auch eine Zwei-Quest, glaube ich, sogar kriegen. Hier vielleicht noch irgendwo was. Nicht so aus. Ist ja auch schon Nacht jetzt. Nachts wandert es sich nicht so gut. So. Weg nach Süden. Oh, falsche Map hier. Falsche Straße genommen. Die Straße, genau. Locklear schluckte schwer. Das Herz klopfte ihm heftig in der Brust, als er beobachtete, wie sich der Feind näherte. Er musste das starke Verlangen bekämpfen, sich umzudrehen und wegzulaufen. Er zwang sich dazu, ruhig zu bleiben und keine Furcht zu zeigen, trotz des Gefühls der Panik, das ihn zu überwältigen drohte. Zwei Gegner, und das auch noch bei Nacht. Herrje, was sollen wir nur tun? Ovin rennt erstmal hier schön weit weg. Hui! Hoffentlich wird er nicht verfolgt. Da, daneben, super. Ah, ich bin so dämlich. Dämlich. Bin ich mit dem Owen wieder in den Nahkampf gerannt, was ich gar nicht wollte. Eieiei, da haben wir Schaden genommen. Eigentlich die Verteidigung bei ihm wieder hochgemacht. Das weiß ich jetzt auch nicht. Mist. Ja,
So, Owen, jetzt leg mal los. Salz in eure Augen. Zing! Locklear, volle Attacke. Boah, 52%ige Chance zu treffen. Super, getroffen. Was ich bräuchte, ist Zauberwiederholungstaste. So, Salz in die Augen auf dem anderen. Regenerierst dich etwas. Da gibt es auch einen kleinen Trick, falls man irgendwie hier vergeht die Zeit nicht in dieser Welt, dann heißt man muss nicht rasten und kann sich immer weiter regenerieren. Falls man irgendwo mal so eine Falle oder sowas entdeckt, das ist das so ein kleiner Trick. Werden wir aber nicht anwenden, weil das passt ja nicht zum Spiel, genau wie so Bugs immer weiter Geld zu kriegen und so, da ist außer durch Baden natürlich, wenn wir irgendwie Gesang machen, das werden wir später anwenden, aber wir werden nicht pfuschen. So, du kannst nochmal was Ausdauer regenerieren. Ihr macht volle Attacke auf ihn. Nimmt das Unwürdige. Regeneriert nur Gesundheit damit, wie es aussieht. Na, dann geben wir ihm noch mal ein Salz in die Augen. Komm, wir lassen ihn mal mit angreifen. Zeig, was du kannst. Yeah, Treffer, nice one. Er liegt. Er lebte noch. Locklear war sich nicht sicher, ob sie diesen Kampf mit Glück oder Können gewonnen hatten. Das war Können. Und legte seine Waffe nieder. Er machte einen weiten Bogen um den toten Feind und kümmerte sich dann um Gorath. Er hatte genug Aufregung für einen Tag erlebt. Also macht schon wieder sehr viel Spaß, diese Kämpfe. Er schob seine Bedenken, bla bla bla. Das kennen wir. Standardgequatsche. Ich hoffe, der hat noch Platz hier. Sollten wir alles gleich mal verkaufen gehen, die Sachen. Tja, kein Platz mehr. Dann nimm du das mal. Proviant teilen wir wieder auf. Nochmal für ein Schwert genug Platz? Nein, auch nicht. So, ich habe beide, ne? Beide, glaube ich, fertig gemacht. Ja. Beide fertig. Das heißt, wir gehen jetzt nach Westen. Ist das richtig hier? Ja, genau. Da sind wir richtig. Wo sind wir denn jetzt hier genau? Ah, alles klar, wir sind noch nicht bei der ersten Stadt dran vorbei. Gorath gähnte. Wir brauchen Ruhe, sagte er und sah sich nach einem guten Lagerplatz um. Wenn wir noch lange ohne Schlaf weitergehen, sind wir vielleicht nicht mehr in der Lage, mit bösen Überraschungen fertig zu werden. Ja, die müssen ein bisschen Ausdauer regenerieren. Deswegen legen wir uns jetzt mal bis zum nächsten Morgen schlafen. Hier haben wir Yavon oder wie die Stadt hieß. Yavon, genau. So, da ist der Laden. Aber das mit dem Verkaufen und so weiter, das machen wir im nächsten Part. Wir hatten ja schöne zwei Kämpfchen gehabt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.